sieht das scheiße aus. Warten. Du? Gerade eben hat der Typ ein Bild, also der Schwarze hat ein Bild gemalt. Und das sieht einfach richtig behindert aus. So, ich versuche jetzt nochmal gegen den schwarzen Ritter zu kämpfen. Naja, immerhin bringt der Geld rein. Ja, ist so, die malen irgendwie so ein Smiley oder so, irgend so ein Crap auf die Leinwand und kriegen dafür dann irgendwie 500 Simoleons. Und du denkst dir nur so, ja, genau. Also, hässliches Etwas. Mahn das doch mal ein. Verkauf das an Sammler. Am Sammler. Wow. 319 hat es eingebracht. Ja, siehst du. Ekelhaft, Alter. Aber du kannst den Schlägen nicht ausweichen wie beim normalen Gegner. Der trifft dich so oder so, dieser Hurensohn. So, bin wieder tot. Live Kirito, bist du noch da oder gehst du auch, ist schon längst am Pennen? Wer ist am Pennen? Achso, Live Kirito. Ja, war ja noch gerade da. Ich glaube, der ist schon wieder pennen gegangen. Und, aber... Naja, ich... Aber auch, ist wahrscheinlich auch eingeschlafen. Ja, glaube ich auch. Ich muss jetzt wirklich schlafen gehen. BB. Ja, okay, jetzt geht's. Also, ja. Pennen. Gute Nacht dann. Bis dann, ja. Live Kirito. Wir sehen uns dann im nächsten Stream wahrscheinlich. Wenn es wieder heißt. Wann streamst du eigentlich wieder? Entweder morgen, aber morgen werde ich wahrscheinlich meinen Ätna-Bericht aufnehmen. Also meinst du heute? Ja. Kommt auch mal nicht wach wert. Kann sein, dass ich Dienstag wieder streame. Spätestens Mittwoch wieder. Es ist ja meine. Ich streame eigentlich immer Mittwochs und sonntags. Also immer. Und wenn nicht, dann twitter ich das halt eben auch. Und sonst, ja. Kommt drauf an, was passiert. Am Mittwoch kommst du dann frisch aus deinem letzten Schultag, glaube ich, ne? Naja, der Donnerstag ist eigentlich der letzte Schultag. Also ja, ach, Mittwoch ist Chaostag. Also. Also machen wir auch eh nicht viel. Da verabschieden wir, glaube ich, auch unseren. Alter, geil. Da verabschieden wir. Da verabschieden wir auch unseren. Da verabschieden wir auch unseren. Schuldirektor und Sportlehrer, weil beide haben dann Rente. Aha. Irgendwie wollen die da vor 8 Uhr, wollen die da, also bevor die zur Arbeit gehen, wollen die bei ihnen zu Hause ankommen und aufhalten, sodass die halt erst um 8 Uhr da sind, nicht um 7 Uhr. So werden die halt irgendwie zu. Natürlich, unsere Deutschlehrerin, die dann natürlich das alles plant, meint so, was mögen die denn? Ach, bestimmt Fußball. Und ja, die beiden mögen natürlich Fußball, der eine Gladbach, der andere Dingens. Der andere, Dortmund. Und ich denke mir so, zum Glück nicht Bayern. Nee, Alter, dann hätte ich ja auch schon längst kapituliert. Ich meine, Dortmund hat man natürlich auch nicht gerne als Schalke-Fan, aber besser als Bayern. Als Köln-Fan ist das eigentlich egal. Dortmund, Schalke. Nee, als Köln Dortmund. Als Köln ist gut mit Schalke. Schalke ist eigentlich fast sogar in Köln. Eigentlich schon Kreis Köln, oder nicht? Nee, Gelsenkirchen, ne? Schalke ist Ruhrpott, Köln ist Rheinland. Schalke ist doch in Gelsenkirchen, oder nicht? Ja. Ja, jetzt aber, ich meine, es ist nicht gerade weit entfernt, Gelsenkirchen. Ja, es ist nicht weit weg, das auf jeden Fall. Aber schon weit genug, um zu sagen, dass das jetzt nicht unbedingt in der Nähe ist. Nee, nee. So, ich gehe jetzt mal eine Stufe auf Dingsen. Da gucke ich mal, dass ich jetzt die Stärke hochhaue wieder. Ja, auf jeden Fall ist, Schalke ist, Köln ist eigentlich nur mit Gladbach und, ja, mit Gladbach richtig verfeindet. Ja, mit Gladbach sind sie verfeindet, Bochum und mit Düsseldorf. Ja. Ne, Düsseldorf sind doch gute Kollegen, ne, Dortmund sind gute Kollegen. Ja, Dortmund sind sie tief. Deswegen, sind sie ja immer gegen Schalke, machen sie ab und zu mal was. Wer jetzt? Die Kölner. Jetzt bin ich verwirrt. Kölner sind mit Dortmund befreundet. Das heißt, dass sie gegen Schalke sind. Ja, nicht ganz gegen. Also. Ja, also nicht so. Also ich versuche, ich habe nichts gegen Schalke, weil Schalke auch kein, weil Schalke kein Drecksverein ist. Also ja, Bayern ist wirklich. So, Bayern ist der Inbegriff von Dreck, Alter.
kaufen die guten Spiele aus Schalke, Dortmund und Köln und alles auf und sagen dann, das werden ihre eigenen. Die kriegen aber jeden zweites Jahr wieder einen neuen Trainer, weil die sagen, der Trainer ist scheiße. Ja, ist so. Bei Schalke, Christoph Daum, wie lange war der denn, nicht bei Schalke, bei Köln, Christoph Daum, wie lange war der denn bei Köln, Alter? Der war echt lange bei Köln. Der war verdammt lange in Köln und der ist jetzt der Trainer von, was weiß ich noch, irgendeinem anderen Verein. Weiß nicht mehr, welchen Verein der war, aber ist immer super gut. Chelsea, ne? Chelsea nicht. Ich glaub nicht, dass er doch bei so einem krassen Verein ist. Der ist bei irgendeinem guten Verein, meine ich. Oder ist er bei, ich glaube, ob der jetzt Bundestrainer ist oder ob der ist, also... Nicht Bundestrainer, aber weiß ich, was ich meine. Nationaltrainer oder ob da jetzt einer der guten Vereine von Europa ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er bei einem nicht so schlechten Verein. Bei denen hört man auch ab und zu meine Nachrichten. Ja. Auf jeden Fall ist er wirklich guter Trainer. Und ja. Aber gut ist bei Köln, dass die Kölner Trainer auch, die Kölner Spieler auch bleiben. Die meisten. Und jetzt nicht abhauen. Ja. Die haben ganz gut. Wir haben auch ein paar Spieler, die jetzt in der Nationalmannschaft mitspielen. Ja, ein. Ja. Aber immerhin, ne? Immerhin. Jonas Hector. Ja. Der ist gut. Also ich muss sagen, ich finde ihn sogar sehr gut. Ja, der hat einen guten Job gemacht. Ich habe das Spiel in Polen gesehen, der war da die ganze Zeit schön im Sturm Ja, die Abwehr, die war ja auch gut. Ja. Bloß Mittelfeld und Sturm hat es ein bisschen verkackt. Wann spielt ein Dings wieder? Deutschland spielt am Dienstag. Gegen? Nordirland. Oh, das wird spannend. Du musst doch wüten. Hm? Da ist gerade ein Typ gut. Ich verstehe nicht warum. Hm. So, Live Creature hat nochmal geschrieben. Okay, bis Mittwoch. Ja, dann sehen wir uns halt eben. Dieser schwarze Ritter, der stirbt einfach nicht, Alter. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass Schwarze nicht sterben. Vor allem sein Schild, den kann man nicht durchbrechen, selbst mit der ultimativen Attacke. Du wischst jetzt auf, weil du eine Frau bist. Bester Grund, du wischst jetzt auf, weil du eine Frau bist. Na wohl eigentlich nicht, weil ich, das ist eine Gamerin. Eigentlich setze ich die immer auf vom PC. Aber die ist auch die, die die ganze Zeit repariert und aufwischt. Ja, wenn du eine Frau hast mit technischem Verständnis, dann... Ah, ich weiß, was mein Fehler ist. Wenn ich weglaufen will, weil der mich sonst wegsnackt, ne? Dann renne ich immer und pariere. Aber ich pariere und drehe den Rücken zu dabei aus Versehen. Sodass er mich trifft im Rücken und das heißt, ich krieg voll die Breitseite. So, ich raste jetzt einfach mal im Leuchtfeuer. Leute, der trifft mich, während ich im Leuchtfeuer sitze, ne? Also eigentlich im Pausemenü bin. Mhm. So, am besten versuche ich den jetzt irgendwie aufzuheitern. Also ich habe keinen Bock, dass er wütend verarbeitet wird. Ich bin gestorben mal wieder. Und der schwarze Ritter läuft einfach weiter. Boah, die Hälfte. Ich hab den zur Hälfte runterbekommen. Ich muss doch gucken, dass ich den immer gut ausweichen kann oder parieren kann. Nur, Alter, der hat ein fettes Breitschwert, Alter. Der hat ein richtig. Ich hab ein langes Schwert und das ist eigentlich schon fett und breit. Aber der hat einfach. Der hält es in einer Hand und säbelt mich weg, als wäre ich nix, Alter. So ein Spargel einfach nur, so ein Lauch. Ich könnte aber versuchen, mit dem Rapier oder mit dem Krummsäbel ranzugehen. In zwei Händen. Das mach ich gleich mal. Aber erstmal rasten wir mal. Ah, nee, ich brauch noch ein bisschen. Oh, da greift mich gerade wieder jemand am Feuer an. Okay, der ist jetzt zumindest nicht mehr sauer. Das heißt, der kann gleich gut zur Arbeit gehen. So, auf zum Leuchtfeuer. Und erstmal aufleveln. Aufsteigen! Und entweder mache ich. Ah, nee. Oh, es fehlen noch 200 Punkte. Nachrichten lesen. Gelobt sei die Sonne. Yay. Pass auf, Leuchtfeuer. Hier. Aha.
Mein Gott, Alter, was ist das denn? So. Ach ja. 2 Uhr nachts und nichts passiert. Aufsteigen, so. Beweglichkeit. Beweglichkeit wäre auch wichtig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt wollte ich Vitalität doch auch noch hochhauen. Ich weiß nicht, Zauberei mache ich nicht. Noch nicht. Resistenz. Resistenz bringt die meiste Rüstung rein. Und gibt auch noch Giftresistent drauf. Ich nehme mal Beweglichkeit, damit das auf dem gleichen Level ist. So. 3122. Ich glaube, das erhöht sich prozentual, ey. Okay, Alter, die Beweglichkeit ist super. Und wir machen ein bisschen mehr Schaden mit Beweglichkeit auch. Zumindest mit schnellen Waffen machen wir das. Aber ich probiere mal was aus. Ich nehme mal den Krummsäbel. Das Langschwert macht jetzt 80 Schaden. Ja, es macht 80 Schaden, weil ich so hochgelevelt habe. Ich nehme mal den Krummsäbel, weil der leichter ist. Vielleicht macht der... In 2 Händen nehmen wir den jetzt. So, vielleicht mal sehen, wie viel Schaden der macht. Okay. Übertreib. So, wann musst du arbeiten gehen? In 3 Tagen erst. Da brauchst du noch was? Ja, da. Wasch dir mal die Hände, putze die Zähne, dann kannst du zur Arbeit gehen. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich Simba mir die Zähne putzt jetzt. Also ich bei Sims spiele immer nur erstmal nur einen Charakter oder zwei. Also ein Mitbewohner, schrägstrich Freundin. Oder ja, alleine. So, der kommt erstmal zu spät zur Arbeit, finde ich gut. Ich dachte, der wäre zur Arbeit gegangen. Der ist aber dann anscheinend wieder zurückgekommen, hat sich hingelegt. Ich gehe zur Arbeit, 5 Minuten später. Ich gehe wieder schlafen. Kein Bock mehr. Der Typ will unbedingt pennen. So, dann leg dich mal hin. Wieder eine kleine Scherbe von. Ich versuche jetzt einfach mal gegen den Fetten mit dem Säbel, mit dem Krummsäbel ranzukommen. Wie viele Folgen ich dann füllen werde mit diesem Bereich, Alter. Aber es ist Dark Souls. Da hinten leuchtet irgendwas und ich weiß, diese Leiche hat bestimmt was Geiles dabei. Wie viele Seelen hast du jetzt? 1407. Ja. Oh, ich sterbe gleich wieder. Sein Schild. Ich wünschte, ich hätte mindestens sein Schwert. Alter, der schlägt durch meine Deckung und macht trotzdem noch voll viel Schaden. Der ist so Imba. Ich glaube, ich krieg den nur durch Ausweichen weg. Okay, tschüss. Mal wieder fliehen. Hä, wo ist er hin? Hä, der kommt mir gar nicht hinterhergerannt. Toll. Seit wann kommt er mir nicht hinterhergerannt? Oh, da oben ist er ja. Yay, mein Typ hat ein Anfängerturnier gewonnen.
Wieder tot. Ich hab die Belohnung bekommen, aber das Spiel gewonnen. Der hat wie, was? Ich hab die Belohnung bekommen, dafür, dass er oh, den dritten Platz bekommen hat, immerhin. Oh ja. $112 habe ich dadurch verdient. Wow. So, ich wechsle mal die Ausrüstung. Ich nehme mal den Rapier in zwei Hände. Mal sehen, wie viel... Oh, nee, ich glaube nicht, dass das wird. Du kannst schlecht... Nee, das wird nichts. Du kannst schlecht ein Rapier in zwei Händen benutzen. Das sieht genauso aus wie die normale... Die Streitaxt? Ich versuch's mal mit der Streitaxt. Die macht ja die meisten Damage. Wir versuchen jetzt einfach mal. Wir sammeln Seelen, gehen wieder hin, wo der war. Oh, ich one-shotte die mit der Streitaxt. Beim gleichen Turnier ist Zweiter geworden. Dafür hat sie $224 gewonnen. Das ist gut. Das ist der Vorteil an zwei Gamern im Haus. Wenn die beim gleichen Turnier mitmachen, können die sich gegenseitig boosten. Ja, und kriegen beide gleich viel Geld. Aber ich komme hier nicht durch. Alter, ich bin hingefallen. Seit wann fällt man denn hin? Irgendwie komme ich da nicht mehr durch. Ach, jetzt auf einmal. Oh, toll, das Essen ist verdorben. Dein Pech. Ach, Geld. Ich glaube, es wird nichts mit den Axt gegen den. Die Axt ist gut für Schildkämpfer, aber. Ja, kann er sehen. Ach. Man kommt nicht an die vorbei, bis die tot liegen. So, tschüss. Mahlzeit, Sirre. Da hinten bin ich gestorben, dann nehme ich meine Seelen wieder. Meine Zelle. Meine Zelle, die ich wieder habe. Mi amor. Amigo. Komm her. Ich will meine Zelle wieder haben. So richtig schöner Lispel-Spanier. Ja. Bitte gebe mir meine Zelle wieder. Aber noch ist nicht die Zeit, wo ich total am Rad drehe, wenn ich lange wach bleibe. Ja, merkt man ja. So, Nachricht lesen. Pass auf, Zerfeind. Aha, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Zerfeind ist. Man merkt dann, wenn ich Schlaf brauche. Also man merkt erst dann, wenn ich Schlaf brauche. Okay, die Streitaxt macht mega viel Schaden bei ihm. Bringt nur nicht viel, wenn man nicht trifft. Alter! Wenn man nicht trifft. Trefft. Auf Deutsch. Alter, ich mach 70 Schaden bei ihm. Die anderen Sachen haben nur 20 gemacht oder so. Okay, die Axt ist aber nichts für mich, weil die einfach zu langsam ist. Der Morgenstern, nö. Speer, nö. Ich nehme einfach wieder. Aber wo ist denn die Keule hin, die warten? Ach, hier. Ich könnte es nochmal mit der Keule. Ich versuche nochmal mit der Keule. Die nehmen wir in beide Hände. So. Alter, die Keule macht ja richtig exzessiv Schaden. Wird ja mehr Schaden als die Streitaxt. Dann will ich mir jetzt die verstärkte Keule kaufen. Ja, ich glaube aber auch, weil der Charakter, die Bettlerkeule, der Bettler hat ja eine Keule. Als am Anfang. Ich glaube, das ist auch dafür da, dass man weiter mit Keulen wahrscheinlich besser klarkommt. Macht auch mehr Schaden. Oder es liegt einfach daran, weil die Keule generell mehr Schaden macht und den meisten Schaden macht. Und dadurch dann. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich 600 brauche oder 100 reichen. 500. Gegenstände kaufen. Waffeln. Dolch, Handachs, Keule. Verstärkte Keule. Ja, verstärkte Keule. Ja. Thank you kindly. So, dann tauschen wir den gegen die verstärkte Keule ein, die einfach mal verdammt viel mehr Schaden macht. Alter, da Nägel dran, wie geil. So eine richtig geile Keule ist das. Keulen sind auch cool.
So. Ach ja. Wie schön, man spielt einfach, vergisst die Zeit. Wir haben jetzt schon gleich drei, wir haben schon halb drei. Und ich spiele einfach weiter. Ah, ich wollte ja in zwei Hände nehmen. Hab ich gerade schon gefragt, warum die so wenig Schaden macht. Natürlich verbraucht die Keule auch verdammt wieder. Viel Dings. Deswegen, das Schwert ist gut, es verbraucht wenig Kondition, macht aber schnell Schaden. Aber jeder kann die Waffe nehmen, die er hat eben für richtig findet. Oh, da hat er was. Wahrscheinlich Brandbomben. Rundschild. Brauche ich nicht. Hab gut Schild. Dabei. Nachricht lesen. Versuch's mit Springen. Achso. Aua, runtergefallen. Erstmal die Knie durchgedrückt. Mario, guter Tipp. Wenn du mal fällst, streck die Knie durch. Ist immer gut. Das knackst dann so schön beim Landen, weißt du? Ich bin da unten gestorben, also. So, Nachricht lesen, wohl nicht. Ich würde mal die Nachricht da gern lesen. Pass auf, Sackgasse. Aha. Ja, sperr mich einfach ein in der Ecke, du Hurensohn. Weißt du was, ich gehe wieder auf aufs Langschwert, denn das ist das Beste. Für mich zumindest. Da haben wir das Langschwert. Oh, das hält aber nicht mehr sehr viel aus, glaube ich. So. Wie einfach keiner mehr hier ist, weil... Ja, okay, wir haben ja schon voll spät. So. Ey, Mario? Hallo? Hallo. Wo warst du denn? Irgendwie bin ich, mit dem Mute-Ding gegen meinen Schreibtisch gekommen. Dann hat sich das gemutet. Ach so. Auf jeden Fall... Gronkh will, hat sich ja extra Dark Souls 3 geholt wegen Royal Funk. Echt? Ja, weil er ist bei den Stream geguckt hat von dem und dann sich das geholt hat, weil Royal Funk das so super spielt und er will es mal ausprobieren im Stream. Immer gespannt, aber eigentlich sollte er sollte Dark Souls 1 erst probieren. Ich glaube, das hängt nicht zusammen, glaube ich. Nein, ich meine einfach, es hängt nicht zusammen, aber ich meine wegen der Spielweise. Und generell einen Eindruck zu verweilen. Ich spiele sowieso erst Dark Souls 1, damit ich die Unterschiede auch merken kann. Zum Beispiel Witcher hat dann einen starken Zusammenhang zu... Ja. Witcher 3 kannst du eigentlich nicht spielen, ohne Witcher 1 gespielt zu haben, weil... du auch Fragen beantworten musst in der Story von Witcher 3, die vorigen Teile affektieren. Effekten. Und um Witcher 3 zu verstehen, musst du auch sogar die Bücher gelesen haben. Wenn du es ganz verstehen willst.
Obwohl in Witcher 3 wird es schon gut genug erklärt. Oder in Kurzform. Ja, obwohl man ist, glaube ich, ziemlich verwirrt, wenn man die ganze Zeit mit Triss Merigold zusammen ist und im dritten Teil hängt das einmal mit Jennifer rum. Ja, da reichen die Spiele aus. Man hat ja Gedächtnis verloren. Ja, man hat das Gedächtnis verloren, ja. Das hat man ja im ersten Teil rausgefunden. Wegen der Striege. Ja. Aber ich habe so einige Balladen schon gelesen von Geralt van Rive. Wunderschöne Stücke. Von Rittersporn heißt nicht Rittersporn in der englischen Version. Tschüss, schwarzer Ritter. Ich hab dich gemocht. Hast du nicht. Ich kämpfe mal wieder mit Schild und Schwert, nicht nur mit Schwert. Weil es ist ein bisschen gefährlich. Alter, der kommt einfach angerannt und rammt mir seinen fetten Schwert ins, ja, in den Bauch. Gar in den Bauch rein, so tief. Das Wegrollen bringt irgendwie nichts gegen den. Hätte ich mir Ausdauer, könnte ich gegen den gut ankommen, weil der dann mein Schild nicht durchbrechen könnte. Na toll, er schlägt mich und ich falle einfach von der Map runter. Danke! Logik! Ah, Kunst in den Fachen, die Kunstmenschlichkeit soll dazu bieten, um dafür. Ja. Geil, jetzt habe ich wenigstens 5000 Punkte, damit kann ich wenigstens ein bisschen leveln. Meine Fresse, Alter, ey. Dieser Schwattertyp. Ich will ihn besiegen. Ist mir scheißegal. So, Vitalitätszauberei. Was wollte ich überhaupt auf? Resistenz, glaube ich, oder? Nee. Stärke? Nee. Kondition. Vitalität wollte ich. Und dann. Oh mein Gott, Vitalität. Ich kann nur. Ja, Vitalität wollte ich. Ich brauche als nächstes 3396. Wir haben 2621. Das ist. Guck was männliches, Alter. Hm? Hör mal was männliches, guck den Sportkanal. Guck da einfach Romanzen. Achso. Ich bin froh, dass ich so einen guten PC habe und dass ich alles so locker zu spielen, ey. Und dass die Festplatte auch gut genug ist, um so schnell zu schreiben, Alter. Ach, herrlich. Herrlich, wenn man viel Geld hat und so, ne? Sagt der eigentlich kaum Geld dabei hat und immer von Leuten ausleiht. Aber ich habe einen NASA-PC im Zimmer, ey. Aber naja, der ist auf Raten gekauft. Verdammt teuer gewesen. Aber nicht verdammt teuer, ich glaube, für Gronkh ist wahrscheinlich so, oh, der ist doch billig. Gronkh ist ja auch irgendwie Oh, jetzt ruckelt es gerade. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Es ruckelt gerade. Ist die Platte voll? Wir reden gerade über meinen geilen PC, auf einmal fängt es an zu ruckeln. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Vielleicht war was im Hintergrund kurz an. Vielleicht muss das Steam ja aktualisieren. Und der meint ja, ja, machen wir mitten, während der spielt und streamt. Kommt ja immer gut an. Oder mein Antivir meint zu updaten. Oder einen Scan durchzuführen. So